Hallo Lieben und willkommen auf meiner Seite. Heute möchte ich euch von Andreas Zoranek, das Erbe der Macht, die Chronik der Archivaren, der verschollene Manning-Globus vorstellen. Kann man schlecht sehen, ich weiß. Das blendet nämlich ganz schön. Ich glaube, das ist eigentlich richtig, richtig cool. Vielleicht kann ich es auch irgendwie einblenden, muss ich mal gucken, ob ich es herausfinden kann. Es ist auf jeden Fall so ein Zwischenbuch zwischen Staffel 1 von Das Erbe der Macht, welches ich euch schon ausführlich vorgestellt habe. Das ist die erste Staffel. Und bevor die zweite Staffel einkehrt, kommt, wie auch immer, hat Andreas noch so ein Zwischending gemacht, um ein bisschen Hintergrundwissen für uns, um uns Leser ein bisschen Hintergrundwissen zu geben, zu schenken. Fand ich sehr interessant und sehr cool, weil natürlich geht es dann in der zweiten Staffel weiter mit wahrscheinlich erstmal mit Herzschmerz. Und so haben wir aber noch so ein bisschen Puffer und erfahren, wie Leonardo da Vinci zu einem Unsterblichen geworden ist. Und auch Johanna von Orleans, wie sie, die Mädel ist ja eigentlich mit 18 im Scheiterhaufen gestorben, aber in Das Erbe der Macht lebt sie weiter als Unsterbliche und wir erfahren so, wie das mit Leonardo da Vinci und eben Johanna von Orleans alles so weitergegangen ist und passiert ist, ihre Anfangszeit und natürlich der verschollene Manning-Globus hat eben auch einen ganz besonderen Grund, warum das so heißt. Es geht nämlich um eine Johanna und Leonardo finden diesen Manning-Globus irgendwann, irgendwo, irgendwie. Ich möchte ja auch nicht zu viel verraten. Und tauchen ein, weil dieser Manning-Globus bewahrt Erinnerungen und sie erfahren etwas sehr, sehr Schmerzvolles und sehr Wichtiges für den weiteren Verlauf des Ganzen. Und das war so, interessant und krass, dass ich einfach oftmals nur da gesessen habe und dachte, okay, wow, ist Andreas Zoranek mein Lieblingsautor aus Deutschland geworden. Ich kann es nicht leugnen, deswegen bin ich umso happier, dass ich wieder einmal bei einer Leserin dabei sein dürfte und es ist einfach toll, mit den anderen Lesern ein bisschen zu raten und so ein bisschen mitzumachen. Wieso sie die Erinnerung letztendlich auch, warum sie die gefälscht haben und oder wer überhaupt dahinter gesteckt hat, dass die Erinnerungen falsch übermittelt worden sind. Weil so wie das in der Vergangenheit passiert ist, daran erinnern sie sich nicht. Und das ist eben auch das Tolle an dieser ganzen Geschichte. Es ist ein richtig großes Universum geworden und ich glaube genau, das ist etwas, was nicht jeder schafft. Erinnert natürlich ein bisschen auch an, Cassandra Clare, Chroniken der Unterwelt. Kann man nicht leugnen, muss man schon so ein bisschen mit einbeziehen. Aber es ist ein ganz anderes Level und das sollte man auch im Kopf behalten. Deswegen, ich bin froh und echt happy und kann es kaum anders in Worte fassen, dass ich, die Geschichte macht Spaß. Die ist sehr interessant, es ist toll, einfach auch mal ein bisschen, nochmal so ein bisschen Luft holen zu können, bevor es letztendlich dann in der nächsten Staffel weitergeht, weil im vierten Buch sind so viele Sachen passiert, wo ich dachte, hey Andrea, wie konntest du nur? Und auch viele andere Leser sind der Meinung, ey, das war echt heftig, das war wirklich heftig, was da passiert ist. Und jetzt können wir so ein bisschen Luft holen, noch ein bisschen durchatmen, bevor es dann wieder richtig weitergeht. Wobei man tatsächlich dieses Zwischending, dieses Zwischenbuch, was es jetzt hier ist, lesen muss. Wenn man der Reihe folgen möchte, sollte man das definitiv, ebenfalls darf man das einfach nicht außer Acht lassen. Auch wenn das nur so ein eingeschobenes Ding ist. Aber ich lese ihn auch. Aber es ist tatsächlich, sind tatsächlich sehr viele Informationen, die für den Verlauf der zweiten Staffel schon wichtig sind, dass man die auch mit einbezieht, denke ich. Dass das Ganze
dass so dieses eine Wissen, diese ganz besondere und ganz bestimmte Info, die man eben hier bekommt, dass die nicht vernachlässigt wird. Das ist schon wichtig. Meine Gesamtbewertung ist im Prinzip, das Cover ist wirklich mega. Also, aber das ist auch, ja, das, also, das Cover ist halt so. Ganz ehrlich, also da kann man wirklich nichts anderes sagen. Es ist eben, die Cover sind alle mega schön und passt eben auch zu dem ganzen Flair davon. Titel, die Chronik der Archivarin ist toll, mag ich sehr, der verschollene Mailing-Globus, passt super. Und der ganzen Geschichte gebe ich 4,5 Sterne und bin echt mega gespannt, wie es weitergeht, was noch alles so in der zweiten Staffel passiert. Und freue mich einfach, dass ich wieder Teil einer Leserunde sein dürfte, weil es macht einfach Spaß. Muss man so sagen, wie es ist. Es macht einfach Spaß, auch wenn ich nicht immer so viel Zeit hatte. Aber dafür habe ich mir Zeit genommen für Andreas Geschichte und das werde ich auch weiterhin. Genau. So, hier auch nochmal von dem Queenlight Quest. Und das ganze Buch kostet 3,99 € und es ist wirklich viel Leben wert. So. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit, einen schönen Tag und wir sehen, lesen und hören uns. Bis bald, eure Jenny. Bye.